Heute ist Halloween. Ich bin schon ganz gespannt, ob wir ganz viel Süßes bekommen. Ich denke schon. Letztes Jahr haben wir so viel bekommen. Einiges habe ich immer noch zu Hause. Okay, dann treffen wir uns zur Abenddämmerung in der Stadt. Bis später. Hahaha, gerade wieder aus dem Knast raus. Jetzt ist Halloween. Und ich habe gar nichts, keine Süßigkeiten. Wo kriege ich die nur her? Ha, ich habe da schon einen Plan. Ich muss mich verkleiden, damit ich nicht auffalle. So sehe ich doch cool aus, oder? Hahaha, als Gespenst. Jetzt muss ich mir nur noch Opfer suchen, aber das dürfte ja zu Halloween nicht so schwer sein. Schau mal, so viel haben wir schon. Viel mehr kann ich nicht mehr tragen. Lass es noch durch die Straßen ziehen und dann nach Hause. Meinst du, das ist eine gute Idee, wenn wir jetzt hier noch lang laufen? Wow, sieht das gruselig aus. Die beiden Häuser sehen wirklich mega gruselig aus. Also ein bisschen Schiss habe ich schon. Hahaha, das sind ja meine Opfer. Die haben bestimmt schon fette Beute gemacht. Die muss ich im Auge behalten. Ich habe schon etwas gehört. Was ist denn da im Wohnzimmer, was da so leuchtet? Mann, das ist ja total unheimlich hier. Na, was sind denn da für Rotzlöffel von meiner Haustier? Wenn die wüssten, was ich mit denen vorhabe. Jetzt macht auf! Wir wissen, dass da jemand ist. Süßes oder Saures? Ihr bekommt gleich selber ganz viel Saures, aber das werdet ihr gleich sehen. Süßes oder Saures? Aufmachen! Komm, wir gehen. Lass uns das Haus mit faulen Tomaten abwerfen. Hey, was war denn das? Da spinnt ja jemand. Nicht sie weg hier. Hey, ich bin voll hingefallen. Das tat ganz schön weh. Aua. Okay, wir gehen zum Nachbarhaus. Das sieht aber auch ganz schön finster aus. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Da haben die Kinder schon mal gar nichts bekommen. So, jetzt werde ich mich aber auf den Weg machen zum anderen Haus. Da werden sie ja bestimmt gleich klingeln. Und danach werde ich zuschlagen. Ich habe da oben einen Schatten gesehen. Also ist da jemand zu Hause. Wollen wir da wirklich klingeln? Ich habe so ein richtig schlechtes Gefühl. Komm, lass uns abhauen. Warum traust du dich nicht zu klingeln? Dann lass mich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Schon wieder macht keiner auf. Warum machen nur so viele Menschen nicht auf? Haben die Angst vor uns? So, komm, jetzt lass uns aber abhauen. Ich habe keine Lust mehr. Schau mal nach oben. Na, was habe ich dir gesagt? Da ist ja ein Gespenst. Selbst als Gespenst verkleidet, aber macht nicht die Tür auf. Mann, Mann, Mann. Gleich habe ich euch. Gleich habe ich fette Beute. Hahaha. Was soll das? So, jetzt muss ich mir schnell die Beute schnappen und ganz schnell wieder abhauen. Hahaha, das ist ja das, was ich wollte und tschüss. Jetzt schnell wieder zur Kirche. Vorbei an der Polizei. Hahaha, die feiern ja heute selber das große Fest. Hier wird mich keiner erkennen. Ha, jetzt bin ich gleich bei der Kirche. Noch schnell rein umziehen und dann bin ich wieder der Alte und hau ab. Aufmachen! Kein Süßes oder Saures? Wir brauchen Hilfe! Kinder, was gibt's denn? Kein Süßes oder Saures? Aber ihr seid doch verkleidet. Heute ist Halloween. Ein Gespenst hat uns überfallen und hat uns auf offener Straße ausgeraubt. Unsere Süßigkeiten sind weg und auch mein Geld.
Hey, was für meine Kinder denn? Heute ist doch Halloween. Die sollen Spaß haben. In Ordnung, da euer Geld auch geklaut wurde, werden wir euch helfen. Wir nehmen noch einen Kollegen mit und machen uns auf die Suche nach dem Gespenst. Ich hab die ganzen Süßigkeiten. Das Gespenst ist Richtung Kirche gelaufen. Da hat es sich bestimmt versteckt. In Ordnung, dann werden wir dort als Erstes suchen. Folgt mir und bleibt immer einen Schritt zurück. Hallo, ist da jemand in der Kirche? Aufmachen! Verdammt, da unten steht die Polizei mit den Kindern. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Aufmachen, hier spricht die Polizei. Bitte machen Sie die Tür auf. Leo Langfinger, was machen Sie denn hier in der Kirche? Ich war nur zur Beichte. Und jetzt will ich wieder nach Hause gehen. Das ist doch nicht verboten, oder? Nein, natürlich nicht. Wir sind auf der Suche nach einem Gespenst. Hast du zufällig eins gesehen? Nö, hab ich nicht. Und jetzt muss ich ganz schnell nach Hause. Halt! Der auf dem Rücken, das ist unser Sack mit Süßigkeiten. Stopp! Leo Langfinger, halt mal ganz kurz. Was hast du denn da? Du bist verhaftet und du gehst sofort wieder ins Gefängnis, auch wenn Halloween ist. Mann, 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 jetzt bestiehlst du schon kleine Kinder. Die Kinder haben ihre Süßigkeiten wieder. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Tschüss, eure Playmobil-Polizei.